willkommen zu der Reihe Musik Plus. Das ist ja eine Reihe des Fördervereins des Forum Zeitgenössische Musik, also mit den Fragen von den Fördermitgliedern des Forum Zeitgenössische Musik. Die gibt es jetzt schon seit anderthalb Jahren ungefähr. Und der Sinn dieser Reihe besteht darin, dass wir Künstler einladen. Ich sage jetzt mal ganz bewusst nicht Komponistinnen oder Komponisten. Denn es handelt sich dabei um Künstler, die ja, Grenzbereiche tangieren, also das heißt nicht nur ausschließlich mit Musik umgehen, sondern auch eben mit anderen Medien sich beschäftigen. Heute freue ich mich besonders, dass Johannes Greitler sich bereit erklärt hat, eine Lecture zu halten, eine Lecture-Performance, glaube ich, wird es werden. ich lasse mich selber auch ein bisschen überraschen. Und also Johannes Greitler ist 1980 in Esslingen geboren, begann relativ früh schon zu komponieren. Er studierte Musik am Institut für Neue Musik der Musikhochschule Freiburg, Komposition, Musiktheorie und hat verschiedene Stipendien schon bekommen, ist relativ viel unterwegs, wie ich sehe auch, und an verschiedenen Orten mit seinen Werken präsent, wird auch inzwischen sehr viel diskutiert, und zwar im Zusammenhang mit dem Begriff der konzeptuellen Musik, der neuen konzeptuellen Musik. Was daran neu ist und sich von der alten unterscheidet, das können wir vielleicht nachher noch in der anschließenden Diskussion fragen. Und ja, und damit bleibt mir dann eigentlich nichts mehr zu sagen. Und dann gebe ich gerne an Hans Greitler. Sätze über musikalische Konzeptkunst. Erstens, ein Konzeptstück wird von einer pointierten Idee determiniert. Zweitens, die Idee ist eine Maschine, die das Kunstwerk produziert. Der Prozess sollte keinen Eingriff nötig haben, er sollte seinen eigenen Verlauf nehmen. Solle Wittner, 67, 69. Drittens, die Konzeptmaschine heute ist vor allem der Algorithmus. Viertens, das Verarbeitungsmaterial der Maschine heute ist das totale Archiv. Fünftens, Details, rhetorische Mittel und formale Gestaltung sind meistens nur adäquat in Form von Readymades oder per Zufallsgenerator. Sechstens, zu jedem Kunstwerk, das physisch ausgeführt wird, gibt es viele unausgeführte Varianten. Der Wind 1969. Siebtens, die sinnliche Erscheinung ist nur ein Aspekt des Werks, dem mehr oder weniger Wert zugebilligt werden kann. Achtens, jedes Stück neuer Musik hat konzeptuelle Anteile. Matthias Spadiger, 2009. Neuntens, nicht alle Ideen müssen verwirklicht werden. Lewitt, 1969. Zehntens, aus vielen verschiedenen Konzeptvarianten oder Stücken kann man aber wiederum eine detaillierte Form komponieren. Anreicherung mit Ritzen ist auch okay. Elftens, eine belanglose Idee kann man nicht durch eine schöne oder expressive Ausführung retten. Hingegen ist es schwierig, eine gute Idee zu verpfuschen. Lewitt, 1969. Zwölftens, eine gute Idee kann man allerdings verpfuschen durch eine schöne oder expressive Ausführung. Dreizehntens, Ideen sind das expressivste und schönste überhaupt. Vierzehntens, Improvisation ist selten musikalische Konzeptkunst. Erst recht nicht, wenn die Improvisation gut ist. Fünfzehntens, musikalischer Konzeptualismus ist eine Art Minimalismus. Sechzehntens, eine Idee ist das kleinste mögliche Ganze. Robert Musil, 1916. Siebzehntens, die Musik muss nicht selbsterklärend sein. Andere mediale Zusatzmittel wie Text, Video, Performance braucht der die Komponistin, Konzeptualistin nicht zu scheuen. Sie sind sogar konsequent zu artikulieren, keine wichtige Information im Programmheft verstecken. Achtzehntens, trau dich noch die kleinste Idee zu veröffentlichen, wenn du glaubst, dass an dir etwas dran ist. Absetze sie in einem verhältnismäßigen Aufwand, für eine kleine Idee nicht mehr als ein kleiner Text. Neunzehntens, ein Konzeptmusikstück muss nicht ganz angehört werden. Zwanzigstens, nur diejenige Musik ist neue Musik, bei der die Frage gestellt wird, ob es sich überhaupt um Musik handelt. Spalinger, 1992. 21. Je unmusikalischer, desto besser.
22. Auf die Konzeptualisierung folgt die Kontextualisierung. Peter Weibel 1993. 23. Kein Konzept ohne Konzeptualismus. Die funktionale Ausdifferenzierung der Gesellschaft. Das hier ist Black Doom Metal. Das hier ist Black Metal. Das hier ist Dark Metal. Das hier ist Death Doom Metal. Das ist Death Metal. Das hier ist Doom Metal. Das ist Doom Core Metal. Das ist Drone Doom Metal. Das ist Epic Doom Metal. Das ist Epic Hollywood Metal, auch genannt Symphonic Electric Metal. Das ist Extreme Metal. Das ist Florida Death Metal. Das ist Flower Metal oder Happy Metal. Das ist Funeral Doom Metal. Gothic Metal. Das ist Hair Metal, auch Glam Metal oder Poser Metal genannt. Das ist Industrial Metal. Japanese Power Metal. Heavy Metal. Melodic Death Metal. Metalcore. Neo Thrash Metal. Das ist die New Wave of British Metal. Das ist New Metal. Nein, sorry, das war New York Death Metal. Jetzt kommt New Metal. Old School Death Metal. Das ist Opera Metal. Das ist Power Metal. Das ist Progressive Metal. Das ist Down or Doom Metal. Nein, Slam Death Metal. Und jetzt Down or Doom Metal. Das ist NSBM, nationalsozialistischer Black Metal. Das ist Swedish Death Metal. Das ist Symphonic Metal, auch Epic Metal genannt. Das ist Technical Death Metal. Thrash Metal. True Metal. Thank you.
Erstens, die Verfranzung der Künste, die Theodor W. Adorno bereits in den 1960ern kommen sah, aber noch von einem stabilen Zentrum ausging, nur an den Rändern verfranzt es eben, hat in den vergangenen 15 Jahren an Fahrt gewonnen. Gerade die Musik, die, wie Manos Zangaris sagt, älteste mediale Kunstform, weist etliche alte und neue Schnittstellen zu den Medien anderer Künste auf. Und mit dieser Zusammengesetztheit wird sich derzeit verstärkt auseinandergesetzt. Sprache gibt den Musikstücken Titel und kann auch gesungen werden. Die Aufführung von Musik ist auch Performance. Rhythmen lassen sich auch mit Licht und Video artikulieren. Die Notation von Musik ist auch eine elaborierte grafische Praxis. Als Klangkunst ist sie räumlich installativ. Die Musikinstrumente berühren auch Objektkunst. Und auf konzeptueller Ebene, also abstrahierte Ideen, steht sie zusammen mit allen Künsten hinter den medialen Manifestationen, ähnlich dem Digitalcode, der ein Musikstück, ein Kochbuch oder ein Spielfilm sein kann. Konzeptualismus ist künstlerischer Universalismus und die Digitalisierung, die alle Medien in universellen Code transformiert und von technisch spezifischem Anspruch ein Stück weit enthebt, gibt der Konzeptualisierung Aufwind. Blickt man zur bildenden Kunst, sieht man ein längst medial diversifiziertes Feld jenseits von Ölmalerei und Bildhauerei. Peter Osborne beschreibt den Materialstand der, wie sie sich nur noch nennt, Kunst, als transmedial, von der Verfransung zur Vertransung. Je nach individueller Idee bedient man sich des einen oder anderen Materials. Zitat Osborne: "The medium-specific modernism of plurality of arts is essentially a 19th century tradition." Da dank der Digitalisierung ohnehin immer mehr technische Anforderungen verschiedener Medien der Rechenmaschine überlassen werden können, ob Klänge oder Videos geschnitten werden, ist am Laptop praktisch derselbe Handgriff, kann man erwarten, dass neue Generationen damit aufwachsen, wie seitens der Musik und letztlich in allen Sparten die Verfransung in die völlige Vermischung und Neuordnung übergeht, so wie in der globalisierten Welt irgendwann sich alle Haut- und Haarfarben vermengen dürften. Fünftens. Löst sich Musik also entlang ihrer Innovationen allmählich auf? Zerbröseln die Gattungsbegriffe? Novelliert sich alles zur nivellierten Medienkunst, beziehungsweise individualisiert sich zu Konzepten, die sich mal dieses, mal jenes Mediums bedienen? Oder gibt es einen ontologischen Status von Musik? Wenn nicht alle Künste in Medienkunst verrauschen, wie gliedert sich die Kunstwelt dann nach der völligen Transmedialität? Was sind dann naturalistische, gesellschaftliche, kulturell praktikable Kriterien, Kristallisationen, Stabilitäten, Unterschiede, aus denen heraus sich künftige Praxis und Begriffe, Begabungen und Spezialisierungen, Institutionen, Szenen disponieren werden? Ich sehe folgende entscheidenden Gegensätze. A. Zeit und Raum. B. Verkäuflich und unverkäuflich. C. Auditiv und visuell. D. Materiell oder immateriell. E. Partizipativ oder nicht partizipativ. Teilweise mit der aktuellen, mehr noch in der künftigen Kunst, werden sich Begriffe wie Malerei, Bildhauerei, Musik, Theater auflösen. Konzeptionell verfasst stehen sie vor der Kontingenz der mannigfachen Medienwahl. Sie werden aber neu auf den Begriff gebracht, gemäß jener aufgelisteten Kategorien und Spezifika. Künstler und Rezipienten haben weiterhin Präferenzen für den Ausstellungsmodus, für kaufbare Kunst, für nicht kaufbare Kunst, für Auditives, für Lesbares, für Partizipatives und so weiter. Danach sortieren sie folglich Institutionen. Daraus entstehen soziale Systeme. Das sind die bleibenden oder neuen Gemarkungen im transmedialen Allerlei. Eine dementsprechend umstrukturierte Kunstausbildung hätte dann Unterricht für verschiedene Parameter im Angebot, die sowohl technisch als auch semantisch und selbstverständlich in Fragen der Schönheit, also Ästhetik, gelehrt würden. Unterricht in Zeitgestaltung, Rhythmus, Metrik, Tempo, Form. Unterricht in Raumgestaltung, Geometrie, Proportionen, Perspektive. Unterricht in Farbgestaltung, Farbenlehre.
Unterricht in Tongestaltung, Akustik, Intervall- und Harmonielehre. Unterricht in Sprach- und Bedeutungsgestaltung, Grammatik, Poesie. Unterricht in Konzeptualismus. Dann technische Unterweisungen in Geräte wie Kameras, Instrumente, Lichter, digitale Soft- und Hardware, 3D-Konstruktionen, auch Schauspielführung etc. Sowie Angebote für Kunst- und Kulturgeschichten, Musik, Tafelbild, Kinofilm, Tragödie etc. Die Professionen des Komponisten oder des Malers sind dann nur noch Fälle unter vielen, Spezialfälle allein in ihrer längeren Tradition. Einher ginge damit die Utopie einer Welt, die man mit dem Flugzeug, mit dem Auto oder dem Fahrrad durchqueren kann, aber ohne Reisepass. Sechs, sieben.
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11,1, 11,2, 11,3, 11,4, 11,5, 11,6, 11,7, 11,8, 11,9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, 0, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8, minus 9, minus 10, 0, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 4,1, minus 4,2, minus 4,3, minus 4,4, minus 4,5, minus 5,5, minus 6,5, minus 7,5, minus 7,6, minus 7,7, minus 7,8, minus 7,9, minus 8, minus 9, minus 10, 0. Erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens, siebtens, achtens, neuntens, zehntens, 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10.000. Manchmal komponiere ich auch Stücke, die gar nicht klingen, sondern die so aussehen oder so. Und ich würde aber trotzdem sagen, dass es eine gewisse Musikalität doch auch bedeutet, so etwas zu komponieren. Und es ist doch eine imaginäre Musik, dass es dann zum Beispiel auch an einem Bild von Picasso entlehnt oder das von Da Vinci, das letzte Abendmahl, ne? Oder auch mit Fotos. Und das heißt eben auch, ich kann diese Musikstücke an der Wand aufhängen und dann eben entsprechend ausstellen. Eins bleibt dabei, so sieht es dann also auf Leinwand aus. Wenn ihr noch ein Weihnachtsgeschenk braucht. Oder als Postkarte.
komponiert habe ich bei diesem Stück eigentlich nichts. Komponiert haben es die Manager und Politiker, ich habe es nur arrangiert. Ja, und diese Beschäftigung mit bereits vorhandenen Daten oder bereits vorhandenen Materialien, mit bereits vorhandener Musik natürlich auch, ist etwas, was mich seit so 2005 eigentlich umtreibt. Und habe dann eine Menge Stücke komponiert, also dann auch mit Live-Musikern auf der Bühne, die dann zusammen mit Zuspielung aus dem Lautsprecher dann spielen. Und mich da dann habe ich dann, wie das halt heute geht, sehr viele Samples dann verwendet. Man hat ja die ganze Musikgeschichte heutzutage mehr oder weniger parat. Aber dann ist mir immer noch klar geworden, das ist natürlich ein rechtliches Problem. Ne? Es gibt die GEMA in Deutschland und ich bin auch Mitglied in der GEMA. Und da gibt es ein Anmeldeformular für jedes neu geschaffene Werk. Und da gibt es den Punkt 4, der sagt, folgende Melodien, Motive oder Textteile anderer Urheber wurden verwendet. Ja, da ist dann so eine Spalte dafür. Und in den Fußnoten steht auch noch ausdrücklich dabei, Originaltitel von verwendeten Volksweisen oder andere im Original urheberrechtlich freier Werke sind hier zu nennen. Also auch, wenn ich ein mittelalterliches Lied zitiere, muss ich das auch hier nennen. Wurden urheberrechtlich geschützte Werke verwendet, ist generell die Genehmigung der Rechteinhaber der geschützten Werke in Kopie beizufügen. Die immer noch weit verbreitete Ansicht, dass 8 oder auch 4 Takte ohne Zustimmung genutzt werden dürfen, ist falsch. Ohne Vorlage einer Bearbeitungsgenehmigung kann keine Verrechnung erfolgen. Nun, ich glaube, das ist eine Regelung, die aus analogen Zeiten stammt, ja, wo man noch wie eine Coverversion, ein Thema mit Variationen komponiert hat, da konnte man das, die Originalvorlage natürlich in einer Zeile nennen. Aber jetzt, wo man die ganze Musikgeschichte, also das totale Archiv nenne, ja, im Internet verfügbar habe, ist das irgendwie eine andere Dimension, natürlich auch eine andere Kultur, die Kultur von Remix und Mashup, wie das heutzutage heißt. Na gut, dann also kam mir zu Bewusstsein, da gibt es einen interessanten Widerspruch und den kann ich ja mal noch künstlerisch auf die Spitze treiben. Und dann habe ich ein elektronisches Musikstück komponiert, das 70.200 Samples enthält, und zwar in 93 Sekunden. Das ist das Stück. Ist natürlich nicht nur die Demonstration der technischen Machbarkeit. Ich habe ja schon was komponiert. Hier wird komponiert, einerseits rauschen dann natürlich tausende Klangpartikel nur so durch, aber ganz zum Schluss zum Beispiel gab es noch ein 2 Sekunden langes Zitat. Das zu komponieren hat aber nicht lange gedauert. Ich habe ja nicht jetzt einzeln mit einer Schere Kassettenbänder schneiden müssen, sondern das konnte ich programmieren. Das hat 1-2 Tage gedauert. Hingegen 6 Wochen hat es gedauert, die nötigen Anmeldeformulare auszudrucken. Das sind dann 3,5 Zentner, 7 Meter hoch. Ja, also dann habe ich dieses Stück bei der GEMA-Generaldirektion in Berlin angemeldet mit einem Lastwagen voll von Anmeldeformularen im September 2008. Da können wir jetzt mal reinschauen, wie das aussah. Am 12. September 2008 ist es soweit. Kreidler fährt mit einem Lastwagen voller Papier bei der GEMA-Generaldirektion in Berlin am Wittenbergplatz vor. Etwa 50 Personen erwarten ihn vor dem Gebäude. Journalisten von Zeitungen und Blogs, Radio und Fernsehen, Musiker, Creative Commons Aktivisten und Politiker der Grünen sowie der Piratenpartei. Musik ist keine Kunst mehr. Musik ist eine juristische Fachdisziplin. Aber ich mache aus dem Juristischen wieder Kunst. Das ist ein Musiktheaterstück. Das ist der erste Akt. Sie erleben die Aufführung einer von 500.000 Werkanmeldungen, die jährlich bei der GEMA eingehen. Wird dieses Stück legal sein oder illegal? Wird es vielleicht das illegalste Musikstück der Musikgeschichte sein? Darauf dürfen wir jetzt gespannt sein. Es muss natürlich im digitalen Zeitalter eine neue Möglichkeit gefunden werden für die Verbreitung einerseits und für die Vergütung andererseits. Ich begrüße Sie von der GEMA. Ich bin selbst Mitglied von der GEMA, das möchte ich sehr betonen. Ich wünsche mir sehr als Partner der GEMA, dass wir in diesen Zeiten Möglichkeiten finden, dass Künstler ihre Kunst verbreiten können,
dass sie dafür vergütet werden. Und ich hoffe, wir kommen dann ins Gespräch. Hat die GEMA nun also doch Stühle und Getränke für Kreidler und die Presse bereitgestellt. Also das Problem ist bis heute nicht gelöst. Auch das Stück konnte nicht wirklich angemeldet werden. Das ist eigentlich unmöglich. Aber ich kann zumindest mal es ästhetisieren. Also das Problem will ich in eine Form bringen. Ja, in Form eben des Musikstücks, des Stapels und diese Musiktheateraktion vor Ort in Berlin. Ob das dann aber auch sagen, dass ich sample, dass ich vorhandene Daten, vorhandene Musiken verwende, auch in einer anderen Form dann und auch die Politik und die von Musik in anderer Form noch auch versucht, in ein Stück zu bringen. Ich hatte 2009 den Auftrag für ein neues Musikstück von dem Festival Klangwerkstatt Berlin und ich habe dann gehört, es gibt speziell in China, gibt es viele Komponisten, die ihr Können anbieten. Das heißt, man kann von denen ein Stück für eine Geburtstagsfeier oder für eine Hochzeit oder so bestellen. Und einen solchen Komponisten habe ich dann kontaktiert und ihm Stücke von mir geschickt aus den letzten Jahren und so jetzt und gesagt, ich brauche jetzt ein neues Stück, das soll so klingen wie meine Musik. Hier hast du ein paar Vorlagen und mach mir jetzt bitte, ich habe für diesen Kompositionsauftrag, für diese gegebene Instrumentenbesetzung ein neues Stück, was aber so klingen soll wie meine Musik. Und dann habe ich auch noch einen indischen Programmierer auch noch kontaktiert, dem habe ich dieselben Stücke geschickt, der sollte eine Software schreiben, die dann auch diesen Stil imitieren kann. Und da diese zwei sozusagen Subunternehmer von mir in Billiglohnländern leben, war das auch recht billig für mich. Das hat mich ungefähr $150 insgesamt gekostet, dann diese neuen Kompositionen zu bekommen, während ich für den Auftrag 1.500 € bekommen habe. Und das stellt sich natürlich auch die Frage, wer hat jetzt eigentlich diese Musik komponiert, die dabei herauskam? Weil irgendwie ist es eine interessante Erfahrung für mich als Komponist. Ich bekomme dann eine Partitur, die soll so aussehen, als ob ich sie selber komponiert hätte. Und das war dann teilweise der Fall und teilweise auch überhaupt nicht. Ich habe längst aufgehört, alleine zu komponieren. Meine Ansprüche an das Kunstwerk sind derart gestiegen, und die Welt heute ist so komplex, dass ich auf einige Hilfe angewiesen bin. Man sollte sich ja keiner technischen und menschlichen Hilfsmittel enthalten, denn sonst würde das ja nur bedeuten, sich künstliche Probleme zu schaffen. So wie ich ein Instrumentalensemble zur Aufführung brauche, nehme ich eben auch eine Legion an Arbeitskräften für die Komposition in Dienst. Es gibt viel zu viel, was ich nicht kann und mich sonst einschränken würde. Erst dieses Arsenal an Möglichkeiten gewährleistet mir die heute gebotene Materialbeherrschung und Flexibilität. Erstens, Marktforschung. Mein Rechercheteam besucht Festivals, hört Radiosendungen, außerdem geht es auf Kunstausstellungen und zu Theaterpremieren, aber vor allem durchforstet es das ganze Internet, also Podcasts und Musikblogs weltweit, nach neuesten Trends und Techniken, sprich nach dem Zeitgeist. Des Weiteren werden Facebook-Umfragen durchgeführt, Ideen an Probanden getestet, Hochleistungscomputer ermitteln statistische Trends und evaluieren Ästhetiken. Es geht hierbei nicht darum, die Formel für das perfekte Stück zu ermitteln, sondern schlichtweg um Weltaneignung. Zweitens, ein Kreativteam entwickelt Ideen. Originalität ist Pflicht. Alle erdenklichen Kreativitätstechniken, Brainwriting, Edison-Prinzip, Kopfstandtechnik, Mindmapping, Galerie-Methode, KJ-Methode, Dissoziation, Zufallstechniken, Tillmark-Methode und so weiter, kommen zum Einsatz. In verschiedenen Abteilungen werden allein Rhythmen, allein Tonhöhen, allein Geräusche und so weiter entwickelt. Über 1000 Leute arbeiten allein an der Form. Ein eigenes Büro ist allein für Titelfindung und Programmtext zuständig. Die Hintergrundphilosophien werden in einem Think Tank in Connecticut entwickelt. Von dort bekomme ich auch meine Vorträge geschrieben. Drittens, ein Subunternehmen von Soft- und Hardware-Entwicklern bleibt auf dem aktuellen Stand der Audiotechnik, besorgt Lizenzen von Fremdtechnologie, vielleicht betreibt sie auch Industriespionage, das überlasse ich Ihnen, und entwickelt selber Software und Geräte. Viertens,
Die Ausarbeitungsfirma schreibt die Partitur und das stellt die Elektronik. Ich bin dabei fast nie zugegen, was auch besser so ist, beziehungsweise man will mich da auch gar nicht sehen. Ich würde das Produkt eher verschlechtern. Ein Detektiv macht aber in meinem Auftrag Stichproben. Ich höre das Stück meistens erst im Konzert. Den Großteil übernimmt ohnehin maschinelle Intelligenz. Längst wäre all das nur von Menschenhand und Hirn nicht mehr umsetzbar. Fünftens, die Special Effects Abteilung optimiert die ganze Partitur und löst klanglich schwere Aufgaben. Wir haben hierfür Spitzenkräfte aus aller Welt gewinnen können. Abwerbungen, man spricht nicht gern darüber, kommen natürlich auch vor. Die Politik hingegen freut sich sehr darüber, dass wir nächstes Jahr eine eigene Akademie für Nachwuchs gründen. Sechstens, ich bin bei all dem der Chef, der das Ganze koordiniert, am Ende die Verantwortung übernimmt und die Marke bildet. Ich bin die öffentliche Person des Ganzen, stehe für Interviews zur Verfügung, repräsentiere in Konzerten und bin auf den Partys. Machen wir uns nichts vor, die Kunstproduktion ist diktatorisch. Es gibt Schwarmintelligenz, aber keinen Kunstkommunismus. In der Kunst braucht es viele Hände und Hirne, jedoch einen Mastermind, der alles zusammenhält, der den Produktionsgeist wachhält, der bezahlt und der überhaupt die richtigen Leute findet und versammelt. Ich beschreibe dies, weil es darum geht, möglichst bewusst zu praktizieren, was subkutan als Prinzip eh immer waltet. Das alles soll ins Werk gesetzt werden. Sowieso ist solche Arbeitsteilung in der bildenden Kunst Jahrhunderte alt. Rubens Atelier war bereits eine Fabrik. Es geht überhaupt nicht darum, Geld zu erwirtschaften. Das ist in der neuen Musik ja fast nicht möglich. Tatsächlich sind die Produktionskosten ungleich höher als die direkten Einnahmen aus dem Kunstwerk. Akquise, Fundraising und Lobbyarbeit gehören darum gleich an den Beginn des Produktionsplans. Es geht darum, ein hypermodernes Kunstwerk zu schaffen. Ganz gelegentlich verspüre ich den sentimentalen Wunsch, einer selbst Hand anzulegen. Dann heuere ich bei einer anderen Komponistenfirma als einfacher Arbeiter an. Ich weiß meist gar nicht, für wen ich dann arbeite. Einmal habe ich Jahre später im Konzert zufällig ein Stück wiedererkannt, an dem ich einen bescheidenen Anteil habe. Mittlerweile ist der Weltmarkt für Kunstmusik zwischen vier Konzernen aufgeteilt. Einem eher nach der klassischen Musik orientierten, einem eher spielerischen, einem eher konzeptuellen und einem eher abstrakten Programm Angehörigen, von denen immerhin einer meinen Namen trägt. Unschöne Patentprozesse und Kartellverfahren überschatten allerdings die Kunstwelt. Ich bin derweil vereinsamt und lasse mich gar nicht mehr blicken. Einmal juckte es mich tatsächlich, mal wieder auf ein Notenblatt zu schreiben, was reichlich lächerlich ist. Das wäre wie wenn ich von Hand ein Auto bauen wollte, mit dem ich dann mit Mercedes und Porsche konkurrieren wollte. Mein Konzern verbreitet zurzeit einen Text, in dem man mich zur mythologischen Gestalt machen will. Man erhebt mich zu einer unbekannten Größe im ganzen Prozess. Niemand weiß, was ich, der firmiert, eigentlich für einen Anteil an den Kunstwerken habe. Wer ich überhaupt bin, ja, ob es mich überhaupt gibt. Ich fühle mich außerstande, dem etwas dagegen zu halten. Thank you.
nach gegenwärtiger Sachlage ist keine messianische und keine technisch ausgelöste Apokalypse zu erwarten. Natürlich gibt es gewaltige Katastrophen, aber über 7 Milliarden Menschen mit Technik und Know-how ausgestattet und über den Globus verteilt, sind zwar leider beträchtlich dezimierbar, doch schwerlich ausrottbar. Trotz aller existierenden Waffen wäre es logistisch unwahrscheinlich schwer, die gesamte Menschheit vom Erdball zu tilgen. So grauenhaft der Zweite Weltkrieg auch war, er hat unsere Gesamtpopulation nur um 2% dezimieren können. Zudem darf man hoffen, dass diese Zeiten vorüber sind. Das 20. Jahrhundert stand im Zeichen des Glaubens, dass die Menschheit sich früher oder später selbst zerbomben wird. Zukunftsvisionen waren praktisch immer düster. Wer in der Literatur oder im Kino in die Zeitmaschine stieg, The Time Machine, Terminator, Blade Runner, zog in den Krieg. Aber allmählich dürfen wir annehmen, dass diese Ängste ausgestanden sind. Anzunehmen ist, dass noch Millionen Jahre lang Menschen leben, sofern nicht höhere Gewalten erscheinen. Nach gegenwärtigem Stand des Wissens bleibt die Erde noch für mindestens 500 Millionen Jahre etwa so bewohnbar wie heute. Mit dem Abschütteln der Religionen hat die Menschheit Ewigkeit erlangt. Die Erkenntnis, dass kein Gott dem irdischen Leben ein Ende setzen wird, hat in der Neuzeit am prominentesten Nietzsche. Und er gab diese Ungeheuerlichkeit mit einer weiteren unchristlichen Ungeheuerlichkeit Ausdruck. Die Lehre der ewigen Wiederkehr. Nun sind Ungeheuerlichkeiten schwer auszuhalten. Im 20. Jahrhundert kamen die Dystopien auf, die negativen Utopien, die mehr oder minder den Untergang der Menschheit, wie wir sie kennen, skizzieren. Das hatte seine realen Anstöße, darin steckt aber insgeheim auch postreligiöse Eschatologie. Der Übermensch, der gottgleich wird, wird zuständig für den Weltuntergang. Wenn auch durch einen Atomkrieg wenigstens überhaupt ein Schlusspunkt statt einer praktisch endlos dahinlebenden Menschheit. Was für eine Hybris. Wir wollen beim großen Ende dabei sein. Allein es wird nicht eintreten. Wir müssen es mit der Ungeheuerlichkeit aufnehmen. Als 1911 die Mona Lisa gestohlen wurde, strömten die Pariser in den Louvre, um ihre Absenz zu betrachten. Minus Bolero. Bei diesem Stück habe ich keine einzige Note geschrieben. Und sogar noch weniger. Was ich allein gemacht habe, ist Noten wegnehmen. Ravels Bolero abzüglich der Melodie. Das war ungefähr eine Stunde Arbeit, die Partitur zu nehmen und alle melodischen Elemente auszustreichen. Und doch habe ich an keinem Stück bisher so lange gearbeitet wie an diesem. 5 Jahre. In der Zeit habe ich das Original bestimmt über 1000 Mal angehört. Hörarbeit. Und mir den Kopf darüber zerbrochen, ob man das machen kann. Es gibt dafür in der Musik keine Vorbilder. So ein Wagnis muss auf Herz und Nieren geprüft werden. Dieses Stück zu komponieren, es zu schreiben, genauer gesagt es zu radieren, war weitaus schwerer als 100.000 Noten zu schreiben. Natürlich gab es dann Leute, die mir vorhielten, hier sei keine kompositorische Arbeit verrichtet worden. Herr Greitler hat abgeschrieben. Hier bediente sich jemand fremder Leistungen. Das dürfte doch nicht auch noch ein Auftragshonorar geben. Es gibt eine vulgäre Vorstellung von dem, was kompositorische Arbeit ist. Diese Idee musste ich 5 Jahre mit mir herumtragen. Mit so etwas geht man lange schwanger. Die Zeit musste reif werden. Erst nachdem nun im Musikdiskurs einige Jahre lang der neue Konzeptualismus behandelt wurde, konnte so ein Stück überhaupt erst verstanden werden. Abgeschrieben aber habe ich gewiss nicht. Mir ist kein anderes Musikstück davor bekannt, das dieses Konzept probiert hätte. Also doch, es gibt einen prominenten Vorläufer. An den Anfang des wohltemperierten Klaviers hat Bach das Konzeptstück Minus Ave Maria gestellt. Dieses Konzept könnte man theoretisch auf nahezu jedes homophone, tonale Musikstück anwenden. Den Bolero habe ich deswegen für die beste Wahl gehalten, weil a. er selbst schon ein konzeptuelles Stück ist. Ravel sagte darüber bekanntlich, es enthalte keine Musik. Dann enthält meine Version noch weniger. B. weil beim Bolero Melodie und Begleitung strukturell klar getrennt sind. Nur am Ende gibt es ein paar musiktheoretisch interessante Grenzfälle,
Die Posaune Trisandi, gehört die zum Stützsatz oder empfindet man sie als Fortsetzung der letzten Periode? Zählt der schleifende Vorschlag als melodisch? Was sind die chromatisch schnell fortschreitenden Mixturakkorde im letzten Takt? C. Weil das Stück so bekannt ist, dass die Kenntnis der Melodie vorausgesetzt werden kann. Und D. Weil ich die Begleitung des Bolero für sehr lohnenswert zu hören erachte. Am Rande bemerkt, nicht nur ist Ravels Bolero, der Mittelteil des zweiten Satzes aus Debussys Nocturne, entlehnt, ebenfalls hat er Stücke anderer Komponisten bearbeitet und dabei ursprüngliche Intentionen mitunter diametral geändert. In der berühmten Orchestrierung von Bilder einer Ausstellung wird auch mal aus einem Fortissimo bei Mussorgsky ein Pianissimo bei Ravel. Und so wird das konzeptuelle Moment des Bolero von Ravel, die Lautstärke, abermals konzeptualisiert zur absoluten Lautstärke Null. Ein Crescendo der Stille bleibt immer still. Ravel gehört mit den tauben Ohren Beethovens oder mit den stillen Ohren Cages. Und zugleich ist es der lautestmögliche Bolero, ex nihilo. Die Abwesenheit ist Gott. In Slavoj Žižeks Worten, weniger als nichts. Im Minus Bolero spielt die Erinnerung eine große Rolle. Die anwesende Abwesenheit der Melodie, die man innerlich fast unweigerlich mitsingt. Gewissermaßen handelt es sich um die Karaoke-Version oder um die gespenstische Version mit der fehlenden Melodie als Phantomschmerz. Es gibt in der Psychoakustik das Phänomen der Residualtöne. Spielt man einen Obertonakkord und lässt den Grundton weg, bildet sich das Gehirn dennoch den Grundton ein, aufgrund der gegebenen Obertoninformationen. Deshalb kann man bei Telefonübertragungen die tiefen Frequenzen rausfiltern, man versteht trotzdem alles. So könnte man auch die Wirkung hier verstehen. Die Melodie ist bekannt, die gegebene Begleitung ist der Klang der Pavlovschen Glocke. Ein Fehlen, das da ist, ein Ungleichgewicht, dissonanter als eine Dissonanz. Das Stück ist komplett tonal und im Dreivierteltakt. Über Kratzen am Steg und Achteltöne hätte sich wohl niemand beschwert. Als ich die Noten im Orchester geschickt hatte, kam vom ersten Hornisten die Antwort, das sei unspielbar. Da konnte ich mich nun ganz unschuldig stellen und sagen, dass hier ja nichts anderes als Ravel vorliege, was er bestimmt schon gespielt hat. Also erwischt, bei den neuen Musikkomponisten sagt man erstmal, das sei nicht spielbar. In Ravels Vorlage erklingt am Anfang jeder Periode für zwei Takte lang nur die Begleitung, ehe die Melodie ansetzt. Diese zwei Takte begannen mich am meisten zu interessieren. Sie deuteten mir an, dass unter der Melodie noch ein zweites Stück, ein Stück Minimal Music, verborgen liegt. Diese Trouvaille wollte ich hören, sie als eine Art Ready-Made zum eigenen Musikstück erheben. Vielleicht würde das dieses Monströse des Boleros noch deutlicher machen, sein latenter Trauermarsch-Charakter. Ravel selbst hatte der Überlieferung nach die eher naive, szenische Idee, zu seiner Ballettmusik im Hintergrund Fabrikarbeiter zu zeigen, die fröhlich im Takt der Moderne agieren. Chaplins Film gab es da noch nicht. Jeden Kompositionsakt kann man als Filterung verstehen. Freilich ist es mit der Autorschaft in diesem Stück aber extrem. Jede Note ist Original Ravel. Die schöne Instrumentierung, das charakteristische Crescendo, die geniale Einfachheit, das alles ist Ravel. Und doch würden wir das, was wir beim Minus Bolero hören, so nicht hören ohne mein Zutun, ohne den Eingriff, die Freilegung. Und wir hören doch etwas anderes als nur Ravel. Das Konzept, die Geste des Aneignens wie des Wegnehmens, Komponieren durch Entfernen, der Widerspruch der Kompositionstätigkeit, die Verschiebung der Wahrnehmung dadurch. Nach bisherigem Verständnis ist es natürlich hart an der Grenze. Der Anspruch der Urheberschaft meinerseits für so wenig Schreibarbeit und dann wiederum mit so viel physischem Aufwand aufgeführt, wie es bei einem Orchesterstück der Fall ist. Aber dieses Extrem, diese Divergenz musste sein. Jede Konzession wäre der speziellen Ästhetik, der Innovation abträglich gewesen. Und wir hören die Struktur des Orchesters. Nach Feldmans Structures for Orchestra und Structures of Orchestra. Die Struktur von Melodie und Begleitung
die eben auch eine Hierarchie ausdrückt. Und diese Hierarchie wird hier invertiert. Es ist das Orchester von innen. Der Hintergrund wird in den Vordergrund gestülpt. Viel öfter als die erste Flöte hören wir die zweite. Die Begleitung wird zur Melodie. Wenn die ersten Geigen schweigen, und sie schweigen hier ausnahmsweise meistens, das gibt es selbst in der neuen Musik wohl kaum, dann hätten sie eigentlich die Melodie. Ihre Stille ist ein Negativ, ihre Langeweile, jenes Ennui, das normalerweise der dritte Posaunist aushalten muss. Wo hier Stimmen pausieren, ist nicht nichts, sondern es fehlt etwas. Das Minuszeichen ist das der Negation. Dafür steht nun die Begleitung, die sonst unter dem Schutz der bekannten Melodie steht, frei da, nackt. Orchester, freie Körperkultur. Doch statt dass die entfremdeten Begleitmusiker sich einmal freuten, wahrlich gehört zu werden, buhten sie mich dafür nach der Wurfung aus. Während der 5 Jahre Entstehungszeit hat die Idee noch eine politische Dimension bekommen, an die anfangs nicht zu denken war. Die Fusion der beiden Orchester des Südwestrundfunks. Bei der Uraufführung im Februar 2014 in Stuttgart lag es mittlerweile nahe, das als Kommentar zu interpretieren, das halbe Orchester, Stellenstreichungen hörbar gemacht. Wenn überhaupt an dem Konzept etwas ein übler Scherz ist, dann dieser unverhoffte Zuwachs an Bedeutung. Und den Witz kann man noch weiter spinnen, da ich für 2015 auch einen Orchesterauftrag für Birma Eschingen habe, das letzte Mal dann mit dem anderen SWR-Orchester, wird in Birma Eschingen also die andere Hälfte ausgeführt, nur die Melodie. Und wenn die Orchester danach fusionieren, erklingen Melodie und Begleitung wieder zusammen, also wieder das Original, was dann jedoch die simultane Aufführung zweier Orchesterstücke von mir ist. Tantiemen gehen an mich. Nie mehr wird man Ravels Bolero ganz hören können. Es ist die Mona Lisa ohne Schnurrbart, oder umgekehrt. Es ist in dem Zusammenhang sogar schade, dass der Bolero, zumindest in Deutschland, mittlerweile gemeinfrei ist. In den USA ist er noch bis 2019 geschützt. Es wäre noch pikanter gewesen, wenn das Konzept zur juristischen Frage geworden wäre, ob das überhaupt legal ist. Das Orchester hat es nach Eintreffen der Noten auch sofort geprüft. Dabei ist das Urheberrecht für Musik primär ein Melodienschutz. Harmonische Wendungen sind viel weniger erschöpfungshoch. Sonst könnte die Schlagerbranche den Laden dicht machen. Just alles Melodische kommt in meinem Stück aber gar nicht vor. Wie schön wäre es gewesen, juristische Gutachten von Fachleuten dazu zu bekommen. Es gibt die Reihe der Classic Minus One Aufnahmen. Das sind die Orchesterparts bekannter Solokonzerte, ohne die Soloschwinge, sodass der oder die Solistin zu Hause quasi mit Orchester üben kann. Derart hat der Minus-Bolero auch einen Aspekt von Probensituation. Man lässt erstmal die Melodie weg. Es ist auch dieses Situative, was durch den Konzertrahmen nun zum eigenen Kunstwerk gemacht wird, ohne dass man irgendein Probenverhalten schauspielern lassen müsste. Übrigens muss in Ravels Stück früher oder später jedes Instrument, mit Ausnahme der Celesta, auch mal die Begleitung spielen. Darum ist in meiner Version trotz der fehlenden Hälfte des Stücks das ganze Orchester vertreten. Wie gesagt, mit der einen Ausnahme der Celesta, die fällt weg. Im Himmel gibt es nur Monophonie, keine Begleitung. Ravels Bolero ist nicht verbesserbar. Er ist ein Meisterwerk vom ersten bis zum letzten Ton. Eines der besten Musikstücke, die die Menschheit hervorgebracht hat. So schamlos ich seit Jahren auch kollagiere, Meisterwerke habe ich gemieden, da ein jedes solches Zitat eine Hypothek ist und an diesen Stücken schwerlich etwas hinzufügen kann. Darum habe ich in diesem Fall auch gar nichts versucht, etwas hinzuzufügen, sondern besser entfernt, um damit etwas kategorial ganz anderes zu schaffen. Die einzige Anweisung meinerseits wäre, das Stück innerhalb des üblichen Interpretationsspielraums relativ schnell zu spielen und fast übertrieben laut nach hinten hin, zur Kompensation dafür, dass etwas fehlt. Die meisten Komponisten schreiben viel zu viele Noten. Natürlich trage ich selber auch die Schuld. Ich will immer weniger hören, weil ich genauer hören will. Reduktion ist in der Musik rar. Und wenn, dann soll sie konkret am Objekt vorgenommen werden. Alles andere wäre doch wieder Addition. Eigentlich ist es ganz klar, ich will, dass die Welt weniger wird.
Klaus Kinski, ich bin so wild nach deinem Erdbeermund, das Wort ficken mit dem Wort konzeptualisieren ersetzt. Wir konzeptualisieren überall, in Betten, auf Fußböden, in Hausfluren, auf den Straßen, in der U-Bahn, im Kino, im Flugzeug. Nachts kommt sie ins Hotel Nationale, um konzeptualisiert zu werden. Als ich aus der Toilette komme, hat sie Bettdecke, Wolldecken, Überzüge, Kopfrolle und Kissen vom Bett geschleudert und sich bereits in Konzeptbestellung auf der Matratze gebracht. Ich habe einen Instinkt dafür, ob ich eine Frau von vorn oder von hinten konzeptualisieren soll. Oder von vorn und hinten. Carmen konzeptualisiere ich von hinten. Als ich meinen Unterleib von rückwärts gegen ihren Hintern presse, beginnt sie sofort Erschlings Konzeptbewegungen auszuführen. Gierig, gefräßig, hemmungslos, brutal, völlig chaotisch. Sie ist eine supergeile Konzeptualisiererin. Tief in ihr schieße ich meinen Bolzen ab. Wir stehen nur auf, um was zu essen zu beschaffen. Meistens verschlingen wir nichts als rohe Eier, damit wir Kraft zum Weiterkonzeptualisieren haben. Sie wird immer gieriger, je öfter und schamloser ich sie konzeptualisiere. Diese Frau hat eine Zauberwirkung auf mich, sodass ich sie immer zu konzeptualisieren muss. Konzeptualisieren, 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 konzeptualisieren. Selbst wenn ich so ausgelaugt bin, dass ich Schmerzen habe, von der Schädeldecke bis in den Samenstrang. Bis heute Vormittag geht das Konzept. Das heißt, es ist bereits Mittag und wir konzeptualisieren immer noch. Sie würde bis zum Herzinfarkt weiter konzeptualisieren. Bis zu meinen. Gegenapplaus. Als der Schönberg-Kreis 1918 den Verein für musikalische Privataufführungen gründete, verfügte man in den Statuten, dass dem Publikum Missfallenskundgebungen während oder nach den Darbietungen untersagt seien. Doch nicht nur das, auch jedweder Beifall wurde dem Auditorium verboten. Die Maßnahme mag eine verbitterte Reaktion auf die Skandalkonzerte der frühen Atonalität gewesen sein, hatte aber Gültiges darüber hinaus. Applaus ist eine Unsitte aus zwei Gründen. Erstens, fort mit dem Sofort-Urteil, mit dem kollektiven Sofort-Urteil. Alles über dem Anstandspegel ist Sofort-Urteil. Ein Stück, an dem Monate, womöglich jahrelang gearbeitet wurde, kann nicht Sekunden nach dem letzten Ton schon taxiert werden. Dieses notorische letzte Wort ist unangemessen und anmaßend. Da es aber erfolgt, korrumpiert die Aussicht auf, beziehungsweise die Angst vor Applaus, die Komponistinnen und Interpretinnen, verführt zu Gefallsucht, begünstigt sichere Effekte, nährt eine Kunstproduktion, die die einverständliche Meinung lieber bestätigt. Jedoch nach Mozarts Requiem, nach Weberns Aphorismen, ebenso wie nach einer Vorführung von Pasolinis Salo oder einer Inszenierung von Müllers Hamlet-Maschine, in Anbetracht von Duchamps Urinal, sind andere Reaktionen geboten, als konform im Massenorgan Applaus einzustimmen. Das Individuum möge seine eigenen Schlüsse ziehen. Und hat man Hegel nach Erscheinen der Phänomenologie des Geistes etwa auf die Schulter geklopft? Chapeau, Georges! Ein Kunstwerk braucht überhaupt keine eilige Akklamation oder instantanes Daumen-runter-Fazit. Und die Musikerinnen und Komponistinnen sollen schlichtweg anständig bezahlt werden, dann braucht das Publikum ihnen keinen Applaus zu spenden. Neben der Bezahlung ist Aufmerksamkeit die angebrachte Form der Wertschätzung. Zweitens, keine Einrahmung. Statt dass das Kunstwerk sich in den Köpfen, im Handeln fortsetzt, statt dass seine Vibrationen weitergetragen werden, wird ihm der Riegel des Applauses vorgeschoben, wird real und symbolisch Distanz geschaffen durch eine anspruchslose Schüttelbewegung, mit der man das Stück abschüttelt, es schlussendlich von sich fernhält, das Werk mit Beifall zu Fall bringt, es hinterm Lärmwall begräbt. Was nutzt es, Spannung aufzubauen, wenn diese gleich wieder entladen wird? Wie unerträglich muss es für manche anmuten, wenn nach dem Doppelstrich der Partitur die Stille langsam überginge in die Kontinuität des Konzertprogramms oder in das Aufbrechen der Menschen. Wenn das Kunstwerk nicht sogleich in weißem Rauschen eingeschmolzen, nicht akustisch neutralisiert und hässlich simpel übertüncht würde mit diesen Selbstberührungsgeräuschen, sondern der Stab weiterginge an die Hörerinnen, auf dass sie gut damit umgehen.
erst recht, wenn das Publikum, hier ist die Phrase gern reklamiert, irritiert wurde durch Kunst. Ist das Publikum wirklich irritiert, gar verstört, dann kann es nicht noch klatschen, dann soll es das nicht müssen. Wiederum spricht wenig dagegen, wenn bei der Aufführung getrunken wird oder man währenddessen ein- und ausgeht. Ebenso das Betreiben von Smartphone-Kommunikation, solange es andere nicht beeinträchtigt. Das sind gleichermaßen Momente der Aufhebung des starren Rahmens. Und der Körper darf auch etwas mehr Bewegungsraum bekommen. Wenn, dann sollte das Stück einen an den Stuhl fesseln, nicht die Konvention. Ja, und wenn das Publikum von dem Erlebten begeistert ist, dann soll es sich nachher lieben. Berlin, komische Oper. Zimmermann, die Soldaten. Am Ende des Stücks Holocaust, Atombombe, Apokalypse. Und 10 Sekunden später eine Bravo-Brandung. Lachenmann, Mädchen mit den Schwefelhölzern, Teatro Colón, Buenos Aires. Standing Ovations, Helmut, Helmut-Rufe. Ob das dem erfrierenden Mädchen hilft? Es ist grotesk. So viele Kunst will tiefsinnig, existenziell, weltdeutend oder aufklärerisch sein, aber ihre Akteure gefallen sich im Gegensatz dazu in einem primitiven Ehrerbietungsritual. Alle Beteiligten sollten der Kunst, dem Werk verpflichtet sein. Dem Publikum jedenfalls obliegen die Ohren, nicht die händischen Honorationen. Niemand, der die zu Hause Musik hört, sieht es für angebracht, hernach dem Lautsprecher Beifall zu klatschen. Auch im Kino geht es meistens ohne. Das Prozedere ist ja eigentlich auch sehr langweilig, eine Zeitverschwendung. Am Wiener Burgtheater fand bis 1983 das sogenannte Vorhangverbot von 1778 Anwendung. Verbeugungshandlungen sind zu unterlassen, weil dadurch der Eindruck der darzustellenden Handlung gestört würde. Bei Konzerten in Kirchen, zumal mit Werken wie der Matthäus-Passion, wird im Programmheft meist vermerkt, dass man aufgrund des Gegenstandes bitte auf das Beklatschen verzichten möge. Auch ohne Theologie sollte das grundsätzlich walten. So viel Würde hat jede Kunstmusik. Schafft das Klatschen ab. Black Doom New Music, Black New Music, Dark New Music, Death Doom New Music, Death New Music, Doom New Music, Doom Core New Music, Drone Doom New Music, Epic Doom New Music, Epic Hollywood New Music oder Symphonic Electric New Music, Extreme New Music, Florida Death New Music, Flower New Music, auch genannt Happy New Music, Funeral Doom New Music, Gothic New Music, Hair New Music, auch Glam New Music oder Poser New Music genannt, Industrial New Music, Japanese Power New Music, Heavy New Music, Melodic Death New Music, New Music Core, Neo Thrash New Music, New Wave of British New Music, New York Death New Music, Old School Death New Music, Opera New Music, Power New Music, Progressive New Music, Slam Death New Music, Stoner Doom New Music, NSBM Nationalsozialistische New Music, Swedish Death New Music, Symphonic New Music, auch Epic New Music genannt, Technical Death New Music, Thrash New Music, True New Music. Ja, wir machen es weiter. Ich glaube, Sie haben es verstanden, nämlich vom Applaus. Ja. Okay. Ich bin jetzt selber auch ziemlich angefüllt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Zwischendurch kamen ja viele Fragen, die sind aber jetzt alle wieder weg. Ja. Vielleicht kommen sie so langsam noch. Ich hatte ja gesagt, dass wir im Anschluss, oder zumindest den Studierenden hatte ich es gesagt, im Anschluss eine kleine Frage, Diskussions- eine Einlassungsrunde machen, dann frage ich einfach mal rum, sind alle Fragen offen oder gibt es noch Fragen? Dann immer her damit. Das habe ich mir fast gedacht. Stimmt also alles, was ich sage, ja? Richtig gedacht. Dahin gibt es eine Frage.
Zu dem Applausargument. Ja, das ist eine interessante Sichtweise und das mit diesem Ritual, warum man das zu Hause nicht macht, kann ich gut nachvollziehen. Aber was ist mit den Interpreten? Stehen die wirklich viel niedriger als das große geschaffene Werk? Sollen die nicht gewürdigt werden? Die sollen gut bezahlt werden. Aber der Moment ist genauso wichtig wie das Geld, finde ich. Das ist jetzt nur eine Frage. Na gut, ich finde, das ist eine ähnliche Diskussion, wie ob man überall Trinkgeld geben soll. Ich bin gegen Trinkgeld. Trinkgeld ist ein Almosen. Ja? Ich finde, Leute sollen anständig bezahlt werden. Das ist dann wieder eh so inkonsequent. In der Kneipe zahlt man Trinkgeld, an der Supermarktkasse nicht. Aber irgendwie muss irgendwann überall Trinkgeld bezahlt werden. Auch noch irgendwie, ja, im Supermarkt. Das ist falsch. Ne? In den USA ist es ja zum Beispiel ganz schlimm. Da kriegen ja zum Beispiel Kneipen, Angestellte kriegen wirklich fast nichts fest, sondern leben wirklich von den Almosen. Das ist furchtbar. Es gibt ja gute Gründe, sowas wie Mindestlohn einzuführen. Also in dem Sinne finde ich, Leute sollen gut bezahlt werden und dieses Applaus spenden. Ich finde es aus anderen Gründen, die ich genannt habe, die für mich schwerer wiegen, meinetwegen, ich verstehe, diese Anerkennung möchte man da vielleicht geben. Ich finde aber, meine Argumente wären mir wichtiger. Okay. Wieso reden Sie immer von Musik, wenn Sie vorher also viel über die Medienkonvergenz und die Konvergenz der Kunststile im Gesamten geredet haben? Na gut, das ist jetzt ein bisschen vielleicht chronologisch geschuldet, diesen Text, den ich anfangs, das ist der aktuellste Text von mir. Vielleicht sollte ich, die anderen Texte sind älter. Insofern. Aber es ist ja auch so, es ist ja noch nicht so weit, dass es keine Musik mehr gibt oder kein Theater und kein Tanz mehr. Diese Überlegungen, die ich da angestellt habe, sind irgendwie erstmal Überlegungen, die die Zukunft betreffen. Also nennen Sie sich primär einen Komponisten und immer weiterhin? Noch. Das ist eine Frage, die mir selber, ja, also ich bin von Haus aus Komponist und Musiker und so, aber es hat sich halt doch sehr entwickelt und diversifiziert. Nein, ich nenne mich eigentlich Komponist, Konzept und Medienkünstler. Das ist vielleicht die vollständige Bezeichnung. Aber schreibt dann auch wieder Texte, Musiktheoretiker bin ich doch eigentlich auch. Ja, das ist irgendwie schwierig. Eine Frage, die daran anschließt. Das zu Ende gedacht bedeutet ja auch, dass den Rahmen, in dem du dich belegst, das ist ja tatsächlich einer der neuen Musik, aber es gibt ja auch Ausflüge in anderen Richtungen. Also zu Ende gedacht bedeutet das natürlich auch ein Aufheben der uns bekannten Institutionen. Ja? Also wenn man diese konzeptuelle Musik oder das konzeptuelle Kunst zu Ende denkt. Ja, naja, also das ja nicht gegen Institutionen, manche müssen mal reformiert werden, manche bin ich gegen Institutionen. Aber ich denke, es wird sich halt dahin wandeln, dass es halt mehr diese, auch nicht unbedingt konzeptuelle, aber transmediale Kunst eben stattfindet. Und einfach, es gibt ja schon viele Anzeichen dafür, dass so Dinge geschehen. Es gibt den Künstler Tino Segal, der dem seine Idee ist, dass er zum Beispiel alles mögliche im Museum machen lässt, was halt normalerweise nicht im Museum gemacht wird. Also zum Beispiel, da fängt die Kassiererin dann auf einmal an zu singen. Oder der Aufseher fängt an, sich auszuziehen. Oder auf einmal wird man angesprochen und es soll eine Diskussion stattfinden über Ökonomie oder sowas. Also wird der Museumsbereich sozusagen zweckentfremdet, der wird missbraucht. Und das ist halt interessant, diese Differenz. Aber diese Tänze, die er im Museum aufführt, wenn die jetzt auf einem Tanzfestival aufführen würde, das würde nicht dem Stand seines Tanzdiskurses, glaube ich, gerecht werden. Also das ist halt gerade so, wenn es gibt halt das Museum, aber dann macht man halt da gerade sozusagen das nicht Vorgesehene. Und so wird es aber immer mehr, oder gerade bei den Domaischen Musiktagen hat der Komponist Hannes Seidel, seine Komposition war, er hat ein Flüchtlingsradio eingerichtet, wo eben, weil in Donaueschingen auch ein Flüchtlingsheim ist von Syrern und Irakern, haben wir da so eine mobile Radiostation aufgebaut und dann hat man da einfach Radio gemacht. Komponiert hat er da nichts, er hat diese Radio
Idee einfach gehabt. Natürlich gibt es ja Leute, die sagen, ja, das war jetzt aber keine Musik oder so, aber ich glaube ja, dass diese Arten von Praktiken doch irgendwann immer mehr überhand nehmen. Und irgendwann, ich meine, jetzt ist es vielleicht schon eine sympathische Provokation, das dann heißt, so wie, ja, was ist denn jetzt da eigentlich die Musik? Aber das halte ich für ein Übergangsphänomen. Und irgendwann ist es immer noch ein schönes, würde ich sagen, ein schönes Kunstwerk, ein Flüchtlingsradio irgendwie einzurichten. Man muss es aber dann nicht irgendwie provokant unter dem Label eines Musikfestivals zum Beispiel bringen. Insofern, so denke ich halt, bröselt es mit der Zeit immer mehr auf. Aber Knackpunkt sind zum Beispiel die Ausbildungsinstitute. Deshalb habe ich in so einem Vorschlag konkret benannt, wie dann eine andere Ausbildung aussehen könnte, weil es halt immer noch die Kunsthochschulen gibt und die Schauspielschulen und halt die Musikhochschulen. Und allein schon an dieser Unterscheidung bahnen sich halt alle weiteren Karrieren erstmal. Und das ist natürlich etwas, das wird noch Jahrzehnte gehen. Aber es, auch da, es gibt ja zum Beispiel in Halle gibt es die Kunsthochschule, das habe ich erst jetzt erfahren, da heißt der Studiengang zeitbasierte Medien. Also das heißt nicht mehr irgendwie jetzt Regie, Film oder so, oder Klang, Musik, sondern zeitbasierte Medien. Also es kommt schon irgendwie sowas, was ich mir halt auch denke, was noch mehr kommen wird. Also im Feld sind, glaube ich, die Kunsthochschulen, die traditionellen, weiter als die Musikhochschulen. Ja, irgendwie ist es das so, dass die irgendwie progressiver sind. Geht mit dieser Generalisierung nicht aber auch ein Stück Virtuosentum verloren? Also dadurch, dass alle alles machen und sich immer des jeweiligen besten Materials bedienen, führt das dann ja auch gleichzeitig zu einem gewissen Abfall an Spezialisierung und damit einem gewissen Abfall an Qualität, oder nicht? Das ist ein gutes Gegenargument, ja. Ich würde halt denken, ein Stück weit wird eben heutzutage sehr viel Handwerk durch halt Technologien immer noch auf ein Niveau getragen, was halt vorzeigbar ist. Aber das Argument ist ein berechtigtes Gegenargument. Ja. Du sprichst ja von dem Begriff neuer Konzeptualismus, das ist neu. Mich würde mal interessieren, was ist die Unterscheidbarkeit? Also ist es nur einfach eine Übernahme von Strategien auch, die den Konzeptualismus seit der 60er Jahre aus Amerika unterscheidet von dem neuen Konzeptualismus, oder ist es nur ab? Grenzung im Sinne von, dass es tatsächlich noch, wie du sagst, komponierte Musik geht. Na gut, ich habe diesen Begriff in die Welt gesetzt und er wurde eben übernommen. Ich denke eben, es gibt die Konzeptkunst auf jeden Fall seit den 60er Jahren in der hauptsächlich bildenden Kunst. Man könnte auch noch zurückgehen bis Duchamp oder auch Satie oder eben auch wieder eine Musik Cage. Aber ich würde doch meinen, dass im Vergleich zur bildenden Kunst hat in der Musik es weitaus weniger diese Praxis gegeben. Es gibt da natürlich Fluxus oder solche singulären Stücke wie das Stück für 100 Metronome von Giorgi Ligeti, aber das sind eben doch ziemlich punktuelle Sachen, während so wirklich so die programmatische Konzeptart, die Anfang der 60er Jahre in den USA aufkam, hat doch irgendwie anderes Kaliber und bis heute eigentlich in der bildenden Kunst sind die bekanntesten bildenden Künstler heutzutage, so wie Ai Weiwei oder Damien Hirst, sind Konzeptkünstler. Während ich jetzt, das betrifft ja dann nicht nur mich, denke ich, sondern es ist halt so in den letzten 10 Jahren, kann man doch beobachten, dass in der Musik, und ich denke, es liegt daran, dass durch Digitalisierung da andere Mittel und andere Formate möglich geworden sind, dass in der Musik jetzt doch auch das Interesse und die Produktion von dieser Art Kunst deutlich zugenommen hat. Deshalb hatte ich mal versucht, das neuer Konzeptualismus zu nennen. Wird akzeptiert oder nicht, aber na gut, da kann man sich mal so bestreiten. Ich habe es jetzt ein bisschen so verstanden, als wäre es vor allem, was Sie machen, eine Art neue Kontextualisierung von Bestehenden, oder ist es noch mehr, was Sie Konzeptualismus nennen? Das ist natürlich eine zentrale Strategie, dass es eben
Also der Philosoph Harry Lehmann spricht von der relationalen Musik, dass man den immer Klang in irgendeine Relation setzt. Also einfaches Beispiel, dass man einfach mal Töne zählt und denen einfach Nummern gibt. Oder dass man eben diese Visualität von Musikinstrumenten hat und die halt mal draufklebt auf alle möglichen Körpersachen oder was auch immer. Das ist sagen erstmal die Methode. Und dann kann man eben, das ist ein bisschen vielleicht zu kurz gekommen, weil in der Ankündigung steht eigentlich auch thematische Musik, dann kann ich ja diese Methoden auch wirklich anwenden, um mal wirklich zu bestimmten Themen was zu machen. So habe ich zum Beispiel noch einige Musiktheaterstücke mittlerweile gemacht, wo ich dann irgendwie zu allen möglichen Themen, zu Digitalisierung, zu Psychologie habe ich zum Beispiel was gemacht. Und dann politische Themen interessieren mich da halt sehr. Dann stürzt man sich halt wirklich auf konkrete Themen und kann eben diese Strategien der Kontextualisierung anwenden. Und man kann das aber auch, wenn man kurz. Und gleichzeitig bin ich aber natürlich auch an Formen interessiert. Also es geht ja nicht auch nicht nur um Inhalte, sondern ich finde es ja gerade interessant, Formen, die zum Beispiel eben nicht man so im Konzert mit einem Streichquartett auf der Bühne aufführt, sondern die eher sowas wie hier halt, wie ich hier irgendwie sozusagen aufführen kann. Oder einfach nur mal auf Twitter einfach nur einen einzelnen Satz, der wie auch eine kleine Komposition darstellt oder eine kleine Grafik, die man so einstreuen kann in die Timeline, auch in den Alltag. Das sind auch immer Überlegungen, was man für formal, wie man Musik neu formen und neu denken kann. Das ist ein Diskurs über Musik selber, ebenso wie über konkrete Inhalte, Kontexte. Ja, ich glaube, das waren alle Fragen. Okay. Wer sich nicht getraut hat, ist hier. Ja. Und kann auch natürlich gerne angesprochen werden. Ich danke mich sehr herzlich für die Aufmerksamkeit. Konditioniere jetzt Sie als Publikum nicht, ob Sie jetzt applaudieren wollen oder nicht applaudieren wollen. Oder Sie können ja auch sich anderweitig äußern. Ja? Genau, man kann selber einen Trink trinken gehen, an Bier trinken gehen. Oder so, genau. Wie auch immer. Okay. Aber, nee, einfach raustragen. Genau. Vielen lieben Dank. Ja, danke. Vielen Dank für die Einladung. Johannes Kleinmann für die tolle Performance. Vielen Dank.